Salle, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge City Skylines Industries. Hier freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir haben wieder viel zu tun. Und zwar habe ich mir für heute mal was überlegt, was ich noch nie gemacht habe. Das werden wir heute mal machen. Und zwar werden wir eine Fährverbindung einrichten. Ich habe mir überlegt, wir machen hier so irgendwo, irgendwo in Mexiko, machen wir einen Fährkai. Und sehen zu, dass wir hier zumindest schon mal eine Boostlinie kriegen, die unterfährt. Vielleicht noch eine zweite. Mal gucken. Und holen das dann hier runter. Einmal hier durch. Lassen die hier irgendwo anlegen. Hier ist ja der Strand. Da ist ein bisschen blöd. Oder vielleicht hier beim Vergnügungspark. War auch eine Idee in den Kommentaren. Müssen wir mal gucken. Hier könnt ihr vielleicht auch noch einer hin später irgendwann. Aber erstmal machen wir nur den einen, ja? Jetzt müssen wir erstmal loslegen und gucken, wie wir das hier flach kriegen. Nicht flach, dass es gerade ist, dass wir da ordentlich bauen können und dass wir ein bisschen groß. Ja. Welche Höhe nehmen wir denn? Sagen wir mal hier so. Geht das? Geht ohne Probleme. Dann hauen wir den nämlich hier so hin. So, der andere Käse kann alle weg. Jetzt gucken wir mal. Diesmal hat ihr nämlich drach gedacht. Hit. So, das war hier, ne? Gibt es da noch mehr? Er und Busknoten. Den wollen wir hier rein haben. Sagen wir mal, wir wollen ihn so hier hin haben. Gucken wir mal. What the heck? Wie viele Busse gibt es denn hier? Ist ja überhaupt nicht übertrieben, ne? Deswegen mag ich das eigentlich nicht so. Aber wir bauen es jetzt einfach mal, ja? Guck dir das mal an. Das sieht einfach nur scheiße aus. Welche Fähranlegestelle hat bitte solche Stäbe hier? Ja, sieht wirklich aus wie so Gefängnisgitter. Ich weiß auch nicht. Naja, was soll's. Müssen wir gucken, wie wir die hier smooth durchkriegen. Können wir direkt mal gucken, ob wir unsere neuen Streeties hier drin haben. Genau, sehr schön. Fluffy Grass with Roach. Will ich mal gucken. Probieren wir jetzt mal aus hier. So, jetzt müssen wir das Ganze hier nehmen. Dann müssen wir noch Straight Slopes anmachen, glaube ich, war das. Wir gucken mal. Ja. Guck mal, die sehen doch schick aus, oder? Sehen doch schick aus, oder? Nehmen wir mal die. Gucken, ob die anders sind irgendwie. Hoch so. Ah, die haben keine Bäume. Okay. Das Gras sieht so naja aus. Das passt jetzt nicht dazu, aber okay. Das war ein bisschen lang. Obwohl, wir könnten das jetzt so dran machen hier. Ja, könnten wir. Können die hier so runter? Bin ich mal gespannt. Erste, die brauchen natürlich noch Wasser und Strom und so weiter. Jetzt müssen wir noch eine zweite bauen. Bauen wir die am besten? Fährhaltestelle. Da machen wir nur eine Fährhaltestelle. Eine kleine hier hinten. Wir müssen auch noch ein Depot bauen. Keine Ahnung, wo wir das denn machen sollen. Wie wäre es hiermit? Hier haben wir aber noch... Ah, das ist ein bisschen doof. Da haben wir noch keinerlei... Absolut kein... keine U-Bahn. Hier haben wir auch keine U-Bahn. Dann könnten wir... Hier. Lassen wir sie hier anlegen. Dann können die da direkt zur U-Bahn gehen. Das können wir machen. So. Das so... Der Dingens weg, ne? Ja, der Dingens weg. Das wollen wir natürlich nicht. Er würde so hier dran gehen. Pass auf, wir machen das jetzt. Oh, bam. Tut mir leid, dass er weg ist, aber... Könnt neu bauen. Macht nix. Ah, komm. Ja, jetzt gehen wir mal gerade so. Das. Hup. So. So. Können wir hier nämlich noch hingehen und einen Fußgängerweg da drum bauen, sodass sie von hier aus direkt schnell zur U-Bahn kommen. Das können wir auch noch machen. Lauf. So, jetzt natürlich das tolle Krematorium. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ede, Ede, Ede. So. Bringt's jetzt voll hier drum rum, hier hinten hingehen, ne? Aber egal. Kann man. Was da ist, ist da. Passt das? Ja, passt. Wunderbar. Als sollte es so sein. Müssen wir nur gucken, wo wir das Fährendepot hinbauen. Das ist die andere Frage. Wo haben wir das hin? Wo kann
Hier zum Beispiel, hier könnte das hin. Hier passt es ganz gut, da machen wir das jetzt hin, fertig. Weiß nur nicht, warum die immer und immer wieder extra hoch stehen müssen. Keine Ahnung. Ist voll Banane. Absolut Dämlack. Einfach nur Dämlack. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mal gerade hier. Punkt das auch. Noch ein klein. Ja, genau. Ab nach unter Wasser hier. Oh, lol, was ist denn da los? Rups, weg ist es. Also, Fähre nach Atlantis, weißt du Bescheid. Nee, guck mal. Komm. Ah! Das habe ich so auch noch nie gehabt. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wir machen erstmal wieder schnell hier. So, jetzt sind die alle weg, warum auch immer. Egal. Ist da noch was? Ah, guck mal hier. Weil das verschoben wurde. Ich habe keine Ahnung, warum das verschoben wird. Egal. Dann machen wir halt ein bisschen was kaputt heute. Ist das jetzt mit hier rein? Ich habe keine Ahnung. Jetzt von hier aus gehe. Oh, das ist bereits mit Wasser belegt, was? Fahren die nicht da drunter durch, oder was? Scheint so. Muss die höher sein? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Mach einfach Anarchie an. Dann passt das. So. Jede schummelt bei allem. Frage ist jetzt natürlich, fährt er so hier durch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. Bin mal gespannt, ob der überhaupt hier den Fluss hochfährt. Versuche jetzt mal, das ordentlich zu machen, damit die auch hier durch den Fluss fahren und nicht nachher noch über Land oder so. Jede bringt ja alles fertig. So, und dann hier hinten dran, ne? So. Jetzt haben wir eine Linie, oder? Reicht das, oder? Geht überhaupt schon mehr? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Mal gucken. Ich glaube, wir müssen die hiermit verbinden, ne? Kann das sein? Weil so passiert ja gar nichts. Da kommt auch keine Fähre raus. Ich glaube, der hier muss noch mindestens da dran. Er muss so dran. Wäre er zumindest verbunden. Können wir den noch hier dran machen? Anderen hier oben. So, dass alle verbunden sind? Ich weiß nicht. Geben dem hier jetzt erstmal Strom und Wasser. So, dass der nicht rummeckert. So, Wasser müsste er haben. Strom kriegen wir vielleicht hier mit hin. Strom hat er, okay. Rein gehabt. So. So, hier die ganzen Bojen im Wasser. Ah, das sieht aus. Guck mal, wie flach die Brücke ist. Kommt auf einmal das ganze Wasser her. Weißt du, hier so voll hoch und da überhaupt nichts? Uiuiui, okay. Ich meine schon, kein Wunder. Hier ist auch so flach, ne? Ah, das geht noch. Geht noch. So, was sagt das Ding jetzt hier? Ehren im Einsatz? Null. Ehren sind im Depot, wenn sie nicht in Betrieb sind. Das Depot schickt Fahrzeuge los. Die Anzahl pro Linie bestimmt das Budget. Verbinden Sie Depots mit Linien, mit Wegen. Depots sind keine Haltestellen, okay. Ja, die sind ja hier verbunden, oder müssen wir das an. Müssen wir denen jetzt echt nochmal eine eigene Linie geben? Weil hier passiert ja gar nichts mit den Fähren. Wie. Hm. Will der nicht da rauskommen? Wegen die Hufe, komm da raus. Das hier gefällt mir richtig. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Eigentlich hier noch weitermachen. So, bitteschön, bitteschön und bitteschön. Alles schön grün hier. Ja, die wollen nicht. Die wollen nicht. Wahrscheinlich habe ich wieder totalen Murks gebaut hier. Nee, wir haben keinen Murks gebaut. Wir haben nämlich noch gar keine Linie eingerichtet. Weißt du? Da kann ja nichts kommen. Beim Ehre hier. Einfach nur dumm, der Junge. So. So und so.
Ja, bitte. Da oben? Nee, hier in die andere Richtung. So, wieder hier hin. So. Bitteschön. Jetzt müsste eine Fähre kommen. Mindestens eine. Jawoll. So muss das sein. Gucken wir mal. 50 Leute. Really? Was ist das bitte für eine Fähre? 50 Leute! Die mich verarschen? Gucken uns das Ding mal an. Ob da überhaupt einer mitfährt. Also 50 Leute, eine Minifähre und hört sich an wie ein Speed. Der passt aber gerade so da drunter her. Guck mal, jetzt guck mal. Guck mal, wie hoch der Steg ist und wo die Fähre steht. Die springen alle aufs oberste Deck. Das aus. Okay, da fährt schon mal keiner. Jetzt wird's interessant. Sag mal, wie viele Fähren kommen denn da? Willst du mich verarschen? Was für Fähren? Keine Passagiere, aber 20 Fähren da am Laufen, weißt du? Wir gucken mal. Oh mein Gott. Den Fluss rauf. Aber das spart natürlich eine ganze Menge Fahrzeit, wenn man zum Beispiel da shoppen will oder dann mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof fahren und so weiter. Müssen wir jetzt gucken. Wenn der dann wieder da ist, legen wir oben noch die Buslinie an, die wir brauchen, die da alles einsammelt. So. Guck mal, schau. 16% zurückgelegt. Ich bin vor allem bei der Eisenbahnbrücke gespannt. Der donnert da einfach durch, wetten wir. Alter Falter. Scheiße, was an Scheiß. Hör dir das mal an. Der hört sich echt an wie so ein Speedboot. Biegt da 90 Grad ab, natürlich. Aber hier passt das schön drunter her. Viel Platz, aber er passt drunter her. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Sehr schön. Aber da hinten ist ein Toter. Und Müll. Nein! Tote! Tote! Ich glaube nämlich nicht, dass da einer hinkommt. Da hinten kommt die, Gehensbrücke. Boah, ich kann mir den Rasenmäher nicht mehr anhören. Wir hauen jetzt ab hier. Ist gut. Komm, wir gehen gucken, ob hier überhaupt wer steht. Tut sich das jemand an, der hier auf die Fähre wartet? Parken tun sie zumindest. Was ist das denn hier? Ein Wohnmobil. Okay. Also ich sehe hier niemanden, der wartet. Wo das denn? Wo kommt das nur her? Warum wartet hier niemand? Wir bieten doch so tollen öffentlichen Nahverkehr an. Taxi, nee, was ist das hier? Touren brauchen wir erstmal auch nicht. So, den Bus wollten wir. Jetzt wird's interessant. Über die Brücke hier müssen wir rüber, das heißt. Andersrum, aber die kommen hier nicht durch. Das heißt, die werden hier immer im Stau stehen, wenn ich das hier sehe. Wird mir schlecht. Das Ding muss weg. Das muss weg. Das hatte ich. Wir müssen auch weg, ganz schnell. So, fangen wir mal an. Neue Buslinie, ja, von hier. Nach, soll ja groß drum rumlaufen. So, einmal hier. Kannst du hier. Dann hier oben. Kommen wir da auch nochmal irgendwo durch. Lässt du das? Da kommen wir durch. Können wir hier durch? Wir können. Nein, mach weg. Hier lang. So. Dann hier lang. Können wir hier lang. Hier lang. Unten lang. Und wieder hier dran. Haben wir eine Reihe, ne? Mach den letzten Mal weg. Hier dran will ich. Ja, hier dran. So. Okay. Das ist eine Buslinie. Jetzt brauchen wir eine neue. Mal hier hinten. Wo fangen wir an? Fangen wir mal hier an. So. 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 Kann er noch hier oben? Dann machen wir das Ganze so. Länger. Ist auch nicht durch, ne? Hier. Hier kommen wir. Doch, hier kommen wir durch. So. 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 Und dann haben wir hier nämlich auch endlich mal ein paar Autos gespart, wenn wir dann hier wirklich mal Busse fahren.
hier parken. Das Parken, da kann er auch mithalten. Da hier rein. Jetzt wieder um. Ganzen Käse. Dahin. Dahin. Da oben hin, obwohl um. Kommen wir da oben rum? Ja, kann er hier lang fahren. Fahren wir mal um, fahren wir mal hier lang. So. Bam. Bam. So. So. Und so. Wunderbar. Bin mal gespannt, wie viele Busse hier fahren. Ach, guck mal, das sollte nicht eine Vorstadtsiedlung sein, ne? Die sind nur Polizisten unterwegs. Alles voll mit Polizei. Unglaublich. Hier kommen 85.000 Fähren an. Benutzen tut's keine Sau. Hat sich gelohnt, kann man nicht anders sagen. Darum. Das? Was ist das? Ja. Hallo? Ich frage mich auch, wie die Busse hier reinfahren sollen, wenn die hier alles vollparken. Das Gras gefällt mir jetzt nicht. So, warten wir mal ab, wenn die Busse kommen. Die müssen jetzt erstmal 25.000 Kilometer vom Depot hier hinfahren. Das Depot ist ja hier ganz unten in der Stadt. Da ist ja das Depot. Jetzt mal, die fahren hier hoch, hier hin. Oder? Mal gucken. Fahren hier Busse? Irgendwo. Schön. Gut. Oh Mann. Also wir müssen definitiv weniger Fähren hinpacken. Gucken wir mal, ob überhaupt eine hier irgendwie... 0. Weil, guck mal. First Fleet Class. Das kleine Ding, 180. Der große Pott, 50. Hä? What the heck? Wie? Warum? Wo kommt jetzt ein Bus an? Warte mal. Hier fahren schon die ersten Busse. Sehr gut. Wir folgen. Die sind aber ganz schön schnell, du. Muss ich ja mal sagen. Gucken wir mal. Okay, da fährt noch einer. Ja, wahrscheinlich fahren die jetzt wieder 300 Busse. Das wollen wir ja eigentlich nicht. 2, 3 reichen eigentlich. So, dann müssen wir noch einstellen, dass nur die großen Gelenkbusse spawnen. Die 150 mitnehmen, ne? Dann passt das. LKW, pass auf. Wieso, wie viel hat der drin? 12, ne? Nutze ich überhaupt nicht, da so viele fahren zu lassen. Frage ist ja auch, fahren die überhaupt runter zur Fähre oder fahren die alle hier hin? Da wird wieder Schweinskram getrieben in der Hüpfburg. Guck's dir an. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Jetzt geht's los hier. Wie die alle durchfahren können überhaupt. Hat der mitgenommen? 48 von. Okay, ich glaube, das hier ist der erste, kann das sein? Okay. Komm schon, fahr. Machen wir irgendwie nur City-Tour. Ehrenbusse, alles hier. Mann, die stehen. Stehen die so lange? Der ist am Liefern, der fährt einfach durch. Passt. Miau. So, hier ist auch die Hölle los, alles voll. Aber wenigstens die Busse werden genutzt. Das ist ja schon mal gut. Ich frag mich nur, warum die so lang stehen. Ich glaube, wenn wir mehr Busse benutzen, dann müssen wir echt Straßen mit eigenen Buslinien nehmen. Ansonsten haben wir ein Problem. 50 Leute weg. Gehen alle hier über die Brücke oder was? Verteilen die sich, ne? Der eine donnert vorbei, ist klar. So. Wir nähern uns der Fähre da unten. Ah, hier steigt keiner ein. Den anderen steigt wer ein. Okay. Du darfst fahren, mein Freund. Du darfst fahren. Hopp, hopp. Mann. Die Idee war halt hier, die ganzen Leute aus den Einfamilienhäusern einzusammeln und dann... Toll, guck, steigt's alle aus. Und gehen sonst wohin. Zwei Leute noch. Yeah. Ja, die Idee war halt, die alle einzusammeln und dann mit den Fähren runter in die
Stadt zu karren, wo sie einkaufen können und was weiß ich. So, gucken wir mal. So, runter hier. Sieht ganz gut aus. So, da steht der Bus. Müssen wir drehen. Einfach durch die Autos. Brauchst sowieso kein Mensch. Rein hier. Laden mehr Leute ein. Aber, naja. Oh, 21 Leute bedient. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann lass mal hier unsere gigantomanischen Verkehrsadern gucken. Das hier ist Zug. Mal gucken. Zuglinie 1, Passagiere 129. Da fahren auch nicht so wirklich mit. Aber egal. Kann immer nur wieder sagen, U-Bahn. U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Straßenbahn auch. Fähre 52 pro Woche. Können wir uns mal angucken. Fährlinie, ja, das ist mir egal. Ich will hier nur vor allem weniger... mach mal weg. Fähren, die sind aber bekloppt. Zwei reichen maximal. Die sind ja sowieso alle leer. So, jetzt lass mal die Busse gucken hier. Linie 2. Ja, das ist in Ordnung. Geht nach. So, du bist grün. Du bist rot. Passt das auch? Fertig. Können wir die auch auseinanderhalten. Ach, guck mal, hier sind aber viele. Echt viele. Guck, 45 Leute drin. Muss ich vielleicht erstmal rumsprechen. Wir warten. 1, 2. Hier oben ist keiner mehr. Natürlich. Weißt du, jetzt nehmen sie die auch noch, dass sie schön hintereinander stehen. Aber vielleicht bleiben dann mal ein paar mehr Leute hier. Warten. Tun sie. Wer keinen Bock mehr hat zu warten, der springt einfach kopfüber in die Fluten und ist weg. Wart nie wieder gesehen. Oh, guck mal, in Rot sehen die auch gut aus, ne? Ja. Schick. Ich liebe dieses Spiel, ey. Ich liebe dieses Spiel. Was wir noch brauchen, ist eine First-Person-Kamera. Mit der wir dann einfach schön mal ein bisschen durch die Stadt spazieren gehen. Das wäre auch geil. Das wäre echt geil. So, halten wir fest. So langsam warten dann doch ein paar hier. 8. Really 8. Jede Menge Hunde. Heißt der Hund hier? Stephanie Holmes. Verwendet ÖPNV. Was? Wohnt? Wo wohnt die Alte? Madison-Residenz hier hinten. Geht in die Schule. Da. Ja, nee, ist klar. Haben die hier keine Oberschule? Kann ich mir kaum vorstellen. Lass mal gucken. Oberschule hier. Obermacker, da ist doch eine. Geh mal näher. Da ist eine. Hier sind welche. Kapazität 1200. Wollte eine hier hinhaben? Können wir gerne haben. Gefälle zu steil. Toll. So, jetzt will ich in eine Schule bauen, weißt du? Gefälle zu steil. Yay! Bitteschön. Freut euch. Wurden jetzt eingesammelt? Nö, stehen immer noch hier. Ehre, wo bist du? Lalalala. Da kommen sie, direkt hintereinander. Ich sag ja, sind die auch noch hohl, ne? 45 drin. Alles klar. Ja, die eine wäre wenigstens voll gewesen. So, hier kommt der Central Park hin. Wir brauchen schon wieder Gewerbe. Wir brauchen schon wieder Gewerbe. Ist unglaublich. Also langsam merkst du das auch selber, ne? Ich bin jetzt unschlüssig. Ich meine, die Insel hier können wir noch voll bauen und die hier. Und dann müssen wir gucken, wie es langsam wird, dass es nicht zu ruckelig wird. Die ganze Karte auf keinen Fall vollbauen. Dafür war das Spiel auch nicht ausgelegt. Normalerweise kann man ja nur 9 Kacheln kaufen und keine 81. Ne? Also. So, da. Die parken alles zu. So blöd muss man mal sein. So blöd muss man mal sein. Überall parken, ey. Unglaublich. Langsam tut's weh. Langsam tut's weh. Really? Ist da auch noch irgendwas? Nein, da sind Fahrradwege. Hier wird nicht geparkt. Wer parkt denn hier bitte sein Auto? Wer? Frage ich mich. Die Ampel mal wegmachen. Ich hasse hier E-Ampeln. Nee, wenn die Zeit gesteuert ist, lass mal. Dann lassen wir das natürlich. Sah nur so voll aus wegen den ganzen Ampeln.
Oder wegen den ganzen geparkten Autos. Das läuft gut hier. Guck dir das mal an, wie im Ameisenhaufen hier die Brücke. Das gefällt mir. 90 Grad Winkel zwar nicht so, aber was soll's. Was soll's. Hopf, normal, Gott Hals oder wie war das, ne? Könnte man eigentlich hier oben irgendwo auch nochmal machen. Müssen wir mal gucken. Können wir hier noch was Schönes reinsetzen? Park hier, Chirp X Testgelände müssen wir auch noch machen. Das kommt hinten auf die Insel, hatten wir ja schon gesagt. Haben bald alles gebaut hier, ne? Oder das sind auch noch Sachen, die wir nicht bauen können. Shopping-Statue. Stadtkasse minus 1. 92, was? Ja, was ist denn das für eine Zahl? 92, 233. Das Billionen oder Trillionen, Billionen, Billiarden. Ich habe keine Ahnung. Viel zu viel. Füllen Sie 3 Instanzen von Friedhof? Nein. Vogel- und Bienenpark, 5000 Quadrat mit Selbstversorgung, Gebäudespezialisierung? Nein. So, Katastrophengedenkstätte, erleben Sie Tsunami? Haben wir noch keinen erlebt. Klimaforschungsstation, 5000 Quadrat mit Landwirtschaftsspezialisierung. Haben noch gar kein. Haben noch Land. Los. Alles rot. Warum ist das rot? Ach, das ist ja Industrie. Dir ist das egal, ne? Hier hinten ist doch Landwirtschaft. Oder was ist das? Ist das was anderes? Nee, wir müssen ja so unsere Agrar bauen, ne? Ich hatte. Uhrenturm, bauen Sie Depot für Sightseeing-Busse. Das müssen wir auch noch auf jeden Fall machen. Wenn wir denn dann hier alles gebaut haben. Wir haben noch ein großes Einkaufszentrum. Colossal Order. Das könnten wir eigentlich so hier auf die Ecke setzen. Ich meine, hier ist zwar schon das, weißt du Bescheid? Vielleicht könnten wir das hier so auf die Ecke setzen, aber das passt wieder nicht, ne? Okay, da ist das. Doch, das könnten wir so hinsetzen. Machen wir da den Central Park drumherum oder wir setzen das hier hin. Hier passt das so schön. Guck, hier sind nämlich nur. Ja. So. Wie dafür gemacht. Wie dafür gemacht. Sehr schön. So muss das sein. Dann haben wir noch hier das Wissenschaftszentrum. Wir brauchen noch das Aquarium. Das Aquarium hätte eigentlich auch toll hier hinten gepasst. Das würde gut hier hinten passen. Die Frage, sollen wir oder sollen wir nicht? Das kannst du mal in die Kommentare schreiben. Wenn du noch nicht genug bekommen hast, dann kannst du jetzt gerne eins der beiden Videos anklicken, die gerade angezeigt werden. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.